wie ihr Leute, herzlich angegriffen willkommen zum wurden. nächsten Podcast. Das liegt nicht in meiner Hand, Also sind Sie da nicht in der irgendwie Lage, Scanner auch den Fehler aufzubauen. anderer zu lernen? Nein, General, Okay, das ist nicht gut. meine Aufgabe, die Scanner aufzubauen. Das ist die Aufgabe von Ihnen, Jedi und der Dementsprechend wollen wir Republik. ganz kurz mal das Gericht dazwischenhaken. Das bringt uns gerade nicht weiter. Sonst hätten nämlich nur die Sachverhalte halt und keine persönlichen Streitigkeiten hier beim Gerichtstermin. Verhandlungen. Gut, dementsprechend, Captain, sind Sie aus dem Zeugenstand entlassen. Aufgrund Ihrer Protokolle bei der SST, diese Protokolle gegeben haben, wird natürlich noch das Gericht strafliche Konsequenzen für Sie prüfen aufgrund der Falschaussage. Gut, Dankeschön. Es gab keine Falschaussage von. Gut. Gut, dann darf Dann die feiert das hohe Gericht. Verteidigerseite General. sich dazu äußern. Ich möchte gerne was einbringen. Aufgrund dessen, dass Commander Cody nicht unbefangen in diesem Fall ist, da er mitunter in der Einsatzleitung in dieser Operation dabei war, würde ich vorschlagen, gerne Commander Cody auszutauschen und einen anderen Richter statt ihm zu Einspruch. wählen. Im Sinne der Nun Gerechtigkeit. ja, ich war in diesem Einsatz als Einsatzleiter dabei. Ich war am anderen Ende von Kamino und habe nicht mitbekommen, was sich in der Brutkammer passiert ist. Ich habe die Explosion gehört und mehr war da nicht. Ich bin genauso neutral wie der andere Richter, den Sie jetzt herholen. Ja, also Commander es gibt. Cody, haben Sie Männer verloren während der Sprengung? Ist mir unbekannt. Nicht, dass ich wüsste. Gut, dann ist die Forderung der Verteidigung irrelevant. Ist so zugestimmt. Gut, die Anklägerseite hatte an ganz am Anfang einen zweiten Zeugen ins Spiel gebracht. Diesen Zeugen dürfen Sie natürlich dementsprechend jetzt auch aufrufen. Ich rufe den Commander mit der ID 8560 in den Zeugenstand. Commander des RMC, Commander Winteren. Er läuft die ganze Zeit an der Wand da lang. Wow. Super, okay. Die Gerichtsverhandlung ist auf jeden Fall bisher jetzt recht Der Commander. interessant, sag ich mal. Gut, wo ich schon gedacht, Commander, bevor Sie natürlich jetzt eine Zeugenaussage tätigen, möchte ich Sie natürlich auch darauf hinweisen, dass Sie bei der ST bereits eine Aussage zu Protokoll begeben haben und natürlich auch dementsprechend immer die Wahrheit sagen müssen und natürlich auch nicht von der Wahrheit abweichen dürfen. Ja, so verstanden sind wir. Gut, dann darf jetzt die Anklägerseite die Befragung des Zeugens beginnen. Gut. Warten Sie kurz eine Sekunde, ich habe technische Schwierigkeiten mit meinem Data. Ist natürlich schlecht, wenn er so fett streikt. Ist natürlich nicht so gut. Also, komm mal. Sie waren ja bei dem Einsatz dabei. Oder irre ich mich da? Korrekt. Das bedeutet, dass Sie alles voll und ganz mitbekommen haben. Von Anfang bis Ende. Das ist nicht korrekt. Ich bin circa 10 Minuten nach Beginn, 10, 15 Minuten nach generellem Ja, Beginn man des in ihren Einsatzes dazu Sicht. gestoßen. Ist das gerade bei Können mir? Sie mir sagen, ob es aus Nee, Ihrer bei mir Sicht ist das nicht. notwendig war, die Brutkammer zu sprengen? Ich würde gerne wissen, welche Sicherheitsmaßnahmen hat die Brutkammer denn, um zu verhindern, dass die Droiden an die die KOS an die Klon-DNA kommt? Und wie ist Ihre taktische Sicht? Sie sind ja Commander des Republic Medical Corps und sind somit auch Teil zuständig für die Betreuung der Brutkammer. 10 wieso korrekt. Nun, neben den generell stationierten republikanischen Truppen, die sich auf Kamino und im Orbit um Kamino herum befinden, gibt es mehrere Sicherheitsmaßnahmen der Brutkammer an sich, sprich, dass ungeübtes Personal oder nicht autorisiertes Personal sich nicht einfach ohne Kenntnisse Zugriff verschaffen kann zu irgendeinem DNA an den Klon, um das genau zu spezifizieren, benötigt es diese sogenannten Daten über die DNA. Ansonsten könnte man von jedem Klon hier im Raum die DNA mitnehmen, ein Haar mitnehmen und dann neu klonen, wenn das nach der Logik ging.
Die ST haben gerade Schwierigkeiten. Vielmehr ging es hauptsächlich Notruf, darum, also die Hilfe. Neue Klon-Charge zu schützen. Okay. Sprich, die paar hundert Klone, die da drin sind, weniger die DNA, sondern um die tatsächlichen Körper, die vor Ort sind. Können Sie mir sagen, ob man ist in der Brutkammer denn, in dieser einzelnen Brutkammer denn die DNA von, also die Grund-DNA vorhanden von Django Fett? Ja, 10-3, auf gar keinen Fall. Eine Brutkammer ist nur zum, ist ein Wachstumsprozess zum Leben eines Klones. Er ist nicht Aufbewahrungsort einer Brut. Da sollte die Grund-DNA nicht drin sein. Das wäre ein bisschen fahrlässig. Das ist einfach ein Schritt während des Wachstumsprozesses, nicht der Aufenthaltsort der Klonschale, nicht der Aufenthaltsort der DNA. Das Gericht hätte mal eine Frage an den Zeugen. Wie alt waren denn die Klone? Okay. Also in welchen Entwicklungsstadios waren die schon? Der derzeitige Entwicklungsstadio der Charge da vor Ort, die waren noch relativ früh. Die hatten gerade den Embryonalstatus hinter sich gelassen, sprich die Zellteilung hinter sich gestanden hatten. Man könnte sagen, Form angenommen. Man könnte das vergleichen mit einem, ich sage mal, 3 Monate alten Kind. In unserem Falle paar Wochen. Okay, gut, Dankeschön. Hat die Anklägerseite noch Fragen an den Zeugen? Vorerst keine weiteren Fragen. Hat die Verteidigungsseite Fragen an die Zeugen? Wo ist denn Kolby jetzt schon wieder hin? Ja, ich habe Fragen. Hauen wir mal den Richter ab. Dann dürfen Sie fragen. Warum hauen wir mal den Commander, wo waren Sie denn zum Zeitpunkt der Explosion nochmal? Ich befand mich auf Ebene, ich glaube, das ist Ebene 1, die Treppe runter, wo man die Tür dann direkt rechts rausgeht. Da, wenn man die in der Tür steht. Wenn man die Treppe runter geht, Ebene 1, komplett. Und dann rechts an der Tür steht, gibt es da links und rechts eine Tür, links Landeplätze, rechts Brutstätte. Möchte ich mal wissen, laut den Akten, die mir vorliegen, waren Sie auch aktiv am Behandeln, so wie Sie es auch von vorhin gesagt haben. Können Sie mir ungefähr vielleicht sagen, wie viele Verletzte Sie behandelt haben? Ich habe der Brutstätte natürlich nur. Durchschnittlich gesehen 20 bis 25. Nach Ihrer Sicht, fanden Sie, dass die Brutstätte noch zu halten war, als Sie noch vor Ort waren? Nur wie gesagt, meine subjektive Meinung war, ich war draußen und es waren keine feindlichen Verbände mehr auf den Plattformen. Deswegen habe ich mich ja auch so sehr gewundert, als die Brutkammer zerstört wurde. Sie waren nicht vor Ort, als die Druiden die Brutkammer gestürmt haben. Das ist korrekt. Ich war zeitweise in der Brutkammer, als die... Das ist nicht ganz korrekt. Ich war zeitweise in der Brutkammer, als die... Sie müssen sich vorstellen, ich als Medic bin während der gesamten Dauer des Schlachtfelds quasi überall. Ich war teilweise in der Brutkammer gewesen, ich war zeitweise in der Medic-Station gewesen, ich war zeitweise auf den Landeplätzen gewesen. Ich weiß, dass ich teilweise in der Brutkammer war, die Klone dort gehalten haben. Dort haben sie die Soldaten mal wieder zurückgedrängt. Dann habe ich mich um den Einsatz mit dem Commander Cody gekümmert und nach dem Einsatz bin ich dann rausgegangen, stand dann unten an der Tür und dann wurde die Brutkammer schon gesprengt. Also es ist durchaus denkbar, dass die Brutkammer während ihrer Abwesenheit überrannt worden ist. Vielen Dank. Nun, wenn sich die Menge an Truppen noch nicht von außen kommt, sondern noch in der Brutkammer befanden hätte, dann wäre es sicherlich möglich gewesen, dass eine große Streitkraft, die sich allerdings in dem Gebäude hätten befinden müssen, alle sämtlichen Klontruppen in der Brutkammer hätten überwinden können zur völligen Verteidigungslosigkeit. Danke. Dann noch eine Frage, wenn das Gericht es mir erstattet. Ist erlaubt, ja. Commander Cody hatte vorhin berichtet, dass 3 seiner Männer den Funkkontakt verloren hat. Können Sie das vielleicht bestätigen? Vielleicht hat einer Ihrer Männer die Sitzen behandelt und hat ihn nur verletzt. Ich hatte einen meiner Männer. Gekommen.
Ich hatte einen meiner Männer mit in der Brutkammer stationiert gehabt. Ich hatte einen meiner Männer, an denen ich meine Landeplätzen, und ich war auf dem Weg zu der Brutkammer gewesen. Mhm. Das heißt, die, wenn Sie das jetzt in einem Satz auch mal sagen würden, dass die Siebte in dem Fall kaum bis keine Verluste erlitten hat, ist korrekt? Wir kaum bis keine Verluste. Nun, da die wir da waren, ist keiner gestorben. Also die Siebte, nur da wir da waren, ist keiner gestorben. Also so kann man das. Okay, vielen Dank. Aber ich kann Ihnen, ich muss das wahrheitsgemäß sagen, ich kann Ihnen nicht dazu sagen, was in der Brutkammer passiert ist, ob da ich war, außerhalb der Brutkammer. Aber auf Erfahrungswerten ist während des gesamten Einsatzes von bis zur Explosion des Brutkammers kein Klonsoldat unter unserer Aufsicht gestorben. Außer der ins Wasser gesprungen ist. Ich weiß nicht genau, was der vorhatte, aber der wird seinen Grund haben. Ins Wasser gesprungen, okay. Okay. Gut. Dann danke ich Ihnen. Keine weiteren Fragen. Dann dankt das Gericht auch an den Zeugen dementsprechend. Sollte keine Seite mehr. Haben Richter Fragen an den Zeugen? Das nehme ich dann mal als ein Nein. Dementsprechend werden Sie aus dem Zeugenstand entlassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aussage. So, verstanden. Gut, hat er noch eine Anklägerseite oder die Verteidigerseite noch Zeugen hervorzubringen, Argumente, die wir bisher auch nicht gehört haben? Ja, ich habe würde noch gerne einen Zeugen, falls das Gericht. Zeugen. Ich habe auch noch einen Zeugen. Dann wird das wohl eine lange Gerichtsverhandlung. Möchte noch. Die Verteidigerseite darf als erstes. Ich noch was Zeugen einbringen. Stattgegeben. Ich habe, während ich die Selbstzerstörung der Brutkammer aktiviert habe, der Doom hat mehrfach Bescheid gesagt, diese hatte nichts dagegen. Der Captain Snatch meinte sogar, dass ich mich wenigstens mit selber in die Luft jagen soll. Außerdem habe ich Commander Venterin, als dieser in der Brutkammer war und gefragt habe, was das für Bomben seien, darüber aufgeklärt habe, dass wenn die Brutkammer brennt werden sollte, ich diese zünden werde. Von ihm kam auch keine große Gegenwehr. Und es ist keine, an die ich mich erinnere. Gut, da ich mal eine Frage schön, an dass Sie diese Frage stellen. Haben Sie bewusst den Knopf gedrückt für die Sprengung? Also waren Sie direkt Ihre ganzen... Natürlich habe ich bewusst den Knopf gedrückt für die Sprengung. Die Brutkammer wurde überrannt. Ich war der letzte stehende Klon dort und ich wusste nicht, dass die Rufstach draußen gewonnen ist oder wie es draußen allgemein aussah. Okay. Na, ich wollte nur die Antwort auf die Frage haben. Dankeschön. Kamin und die Brutkammer wäre verloren. Gut, dann sollte die Verteidigerseite, die Anklägerseite jetzt Ihre Frage stellen. Ihr sagt Ihren Einwand. Hallo, John. Schön, dass Sie diese Frage stellen. Genau dann, wenn der Commander bereits aus dem Zeugenstand entlassen wurde und nicht mehr sagen kann, ob es von ihm Gegenwehr gab. Ich wollte den Commander nicht unterbrechen. Sie hätten aber auch Ihrem Verteidiger sagen können, dass er Einspruch erlegen soll oder den Zeugen eine Frage stellen kann. Oder es wäre auch während diesem oder auch während diesem Zeitpunkt Ihre Frage stellen können. Aber das haben Sie erst getan. Jederzeit gerne wieder. Sobald der Commander wieder unten war. Gut, dann wie ist was jetzt den nächsten Part? Wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen drauf. Bis zum nächsten Mal.